Es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul inmitten von Umzugskartons. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Disney Haul hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, und ihr seht aus einer alten Location, denn ich bin an diesem Wochenende zu Hause, also zu Hause in Deutschland, um Umzugskisten zu packen. Und ich habe jetzt mir gedacht, ich lasse das einfach so, ich mache das jetzt nicht mehr schön im Hintergrund. Es sieht halt so aus, wie es ist, weil, ich bin ja gerade im Umzugsfieber. Ihr wisst, ich packe jetzt dieses Wochenende alles restlos ein. Und dann steht ja im September der Umzug bevor. Und darauf freue ich mich. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Dazu wird es separate Videos geben. In diesem Video soll es um meinen Haul gehen. Um meinen neuen Disney-Haul aus dem Monat Juli. Und es ist gar nicht so viel dabei, muss ich sagen. Aber es sind ganz besondere Stücke auch dabei. Und zwar auch aus Disney Tokio zum Beispiel. Nee, ich war leider nicht selbst da. Aus dem Disney Paris Shop Disney. Und ja, das ein oder andere Schmuckstück. Also ich würde sagen, wir starten. Fangen wir erstmal mit zwei kleineren Sachen an, die mir Daria aus dem Rossmann mit Rossmann oder Müller oder beides mitgebracht hat. Ich glaube beides. Genau, einmal diese Ohrringe hier. Die finde ich eigentlich super süß, weil sie sehr dezent sind. Und dieses Flowermuster gefällt mir echt gut. Die haben 6 Euro gekostet und dann ein neues Fußkettchen für 7 Euro. Aber ich habe jetzt tatsächlich gestern beim Packen neue Fußkettchen gefunden, auch mit Disney, die ich noch nie benutzt habe. Jetzt habe ich nochmal ein neues. Ich mag ja Fußkettchen. Ich trage die sehr gerne im Sommer, vor allem im Urlaub. Ja, aber da ich sie auch im Meer anziehe und das natürlich kein echter Schmuck ist, kann man sie dann nach dem Urlaub eigentlich auch immer entsorgen. Ja, wir machen jetzt weiter mal mit Disneyland Paris, weil als ich im Juli da war, wir waren, wann waren wir denn eigentlich im Juli da? Anfang des Monats? Ich weiß gar nicht mehr. Wann waren wir denn im Disneyland? Moment, jetzt muss ich mal schauen. Nee, am zweiten Wochenende, genau. Und das war, da waren wir ja auch nur, da waren wir ja samstags in Paris mit Brina. Genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Und am Sonntag waren wir dann im Park. Und am Freitagabend war ich auch nochmal im Park. Und ich habe tatsächlich nicht wirklich viel gekauft. Das Einzige, was ich gekauft habe, ist diese Haarspange von Ariel, die eigentlich total nicht hält. Also ich habe sie mir gekauft an dem Freitag, weil es war so heiß. Und bei so Hitze habe ich gerne meine Haare oben. Und ich habe eigentlich super viele Haarspangen, aber natürlich an dem Tag habe ich keine mitgenommen. Und dachte ich, komm, kaufst du dir diese schöne Muschelspange. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gekostet hat. Ich glaube, mit Rabatt 16 Euro. Ja, das Kettchen kann man natürlich auch abmachen, wenn es einen nervt. Ich finde es eigentlich ganz schön, aber sie hält nicht. Also die Haare halten dann kurzweilig, aber wie heißen die denn, wenn die so zusammengehen? Diese, keine Ahnung, die Scheren. Die sind auch mini klein, also wer das wieder konstruiert hat, keine Ahnung. Also wie gesagt, sie ist schön, aber nicht wirklich praktisch. Also das war tatsächlich ein Fehlkauf von dieser Haarspange. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, ich habe auch noch den Pandora Balut-Charm gekauft. Aber ich habe es jetzt nicht hier. Ich habe das Armband in der Schweiz gelassen. Aber ich glaube, es war im Anfang Juli, wo ich es gekauft habe, Freitagabend, wo ich da war. Aber ich habe es vergessen mitzunehmen und auch zu zeigen. Aber ich kann euch gerne ein Bild einblenden. Genau, den habe ich mir auch noch gekauft. Gekostet hat er, glaube ich, 129 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es ja aber Jahreskartenrabatt, 20%. Ich werde übrigens noch meine Jahreskarte so lange behalten, bis sie ausläuft. Also meine läuft bis nächstes Jahr April. Und so lange habe ich natürlich auch noch die 20% Rabatt auf Merchandise. Aber ja, das waren die einzigen zwei Sachen, die ich im Disneyland gekauft habe. Weil ich glaube, ich habe Baloo im Juli gekauft. Aber irgendwie habe ich gerade so ein bisschen Gehirn
ich bekomme, habe schon so ein bisschen Alzheimer. Ich habe es einfach vergessen, keine Ahnung. Das Problem auch bei diesen Charms ist, dass ich sie ja direkt ans Armband mache und nicht in meine Hall-Ecke schmeiße. Ich habe es einfach vergessen. Aber es gibt mittlerweile auch Simba. Und den werde ich dann mir Ende August kaufen, wenn ich im Disneyland Paris bin, zur Princess Celebration. Also das seht ihr dann im nächsten Haul. Ja, machen wir weiter mit einem Geschenk von dem lieben Daniel. Vielen, vielen Dank. Er hat nämlich Prina und mir hier dieses Disney 100 Winnie Pooh Lip Balm geschenkt von Mad Beauty. Also da ist der Lip Balm drin. Ich packe ihn mal aus. Und davor ist ein süßes Daumenkino mit Winnie Pooh. Kann man das abmachen, ohne dass es kaputt geht? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja, muss ich mal gucken, ob das mit der Kamera... Geht das so? Das funktioniert ja super. Daumenkino ohne Daumen funktioniert halt irgendwie nicht. So, jetzt gucken wir mal. Ja, also ich und Daumenkino klappt echt gut. Auf jeden Fall ist es eine ganz süße Idee. Ja, machen wir das mal auf. Dann zeige ich euch noch das Lip Balm Döschen. Honey Fragrance Lip Balm. Es ist jetzt noch eingepackt. Also ich mache es jetzt nicht komplett auf, aber so sieht das Döschen aus in dem Disney 100 Look. Richtig süß. Vielen Dank, Daniel, für das kleine Aufmerksamkeitsgeschenk. Dann machen wir weiter mit Disney Tokyo. Ich habe es euch ja schon verraten. Ich war leider nicht selbst da. Ich würde gerne mal hin, aber aktuell nicht geplant. Deswegen dachte ich, komm, kaufst du mal ein bisschen Merchandise. Und zwar bei Bello Shop Hong Kong. So heißt es, glaube ich. Ich verlinke es euch unten in der Infobox, da könnt ihr mal schauen. Da kann man Merchandise aus Hongkong bestellen, aus Tokio, aber auch aus Shanghai. Und das haben wir gemacht mit Prina zusammen. Wir haben keine Zollgebühren bezahlt. Ich habe das Paket zu meiner Mutter schicken lassen. Aber das kann natürlich schon passieren. Also ich gebe jetzt hier keine Garantie, dass man nie Zollgebühren bezahlt. Aber der Versand war schon relativ hoch. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob da vielleicht die Zollgebühren inkludiert waren. Das kann ich euch leider nicht sagen. Ja, was habe ich mir bestellt? Ich kann euch auch leider die Preise gar nicht mehr sagen, weil hier stehen nur noch die japanischen Preise dran. Fangen wir an mit der Brille. Eine Mickey-Maus-Brille. Und hier ist der Preis auch gar nicht mehr dran. Also, ich wollte schon immer mal so eine Mickey-Maus-Brille haben. Ich weiß, damit sieht man... Ach, ist auch schlecht, wenn man eine andere Brille anhat, noch mal eine drüber zu ziehen. Also, heute läuft's. So sieht das Ganze aus. Mit dem Zettel ist super. Ja, ist eher so für die leichteren Sonnentage. Aber, ja. Also, man sieht schon ein bisschen dämlich damit aus, aber es hat irgendwie... Für den Disney-Park ist es ganz gut. Im Alltag würde ich jetzt nicht rumlaufen. Aber ja, einmal die Disney-Brille. Die sind aber auch sehr begehrt und immer relativ schnell ausverkauft. Dann einmal Ohrringe. Und zwar in den Ballon-Optik, in dem Tokyo-Disney-Ballon-Optik. In vier verschiedenen Farben. Haben 2500 Yen. Ist es Yen? Ich glaube, es ist Yen gekostet. Ich weiß nicht, was der Umrechnungskurs ist, aber der Yen ist ja auch aktuell eh so gut, habe ich gehört. Das also gerade wäre so echt eine gute Zeit, nach Tokio zu fliegen, weil der Yen halt gerade so gut ist. Da habe ich mir neue Ohren bestellt für 1800 Yen. Und zwar die hier von der neuen Show Happiness in the Sky. Und hier sind auch die Ballons drauf, deswegen habe ich es mir so eigentlich geholt. Und man kann... Die Schleife auch irgendwie andersrum. Also man kann das auch so tragen, wo dann halt vorne nichts ist und hinten die Schrift. Oder man wechselt die Schleife und macht sie so. Dann kann man es auch so tragen und hinten ist nichts. Sind revisable, sage ich mal. So habe ich es auf jeden Fall gelesen. Ja, ganz hübsch. Und dann habe ich mir noch die passende Ballontasche mitbestellt. Und zwar für 2900 Yen. Und ja, natürlich kommen da immer noch diese so ein bisschen Gebühren drauf für die wie heißen sie? Personal Shopper. Also man bekommt natürlich nicht 1:1 plus Versand. Natürlich wollen die auch was dran verdienen. Ist aber verständlich, ja. Diese Ballontasche. Hier habt ihr einmal die Mickeys an der Seite. Und ja, ist jetzt nicht die größte Tasche. Also es hat sehr, sehr viel Plüsch drin.
viel passt da wahrscheinlich nicht rein. Kleiner Geldbeutel, würde ich sagen. Labello, Packung Taschentücher und ein kleines Portemonnaie. Das war's. Aber gut. Auf jeden Fall mega schön. Und ja, aus Tokio. Es ist, glaube ich, mein erstes richtiges Tokyo Disney Merch. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr. Mal sehen. Ja, dann kommen wir noch zu zwei einzelnen Sachen und dann kommen wir zum Schluss zu Shop Disney. Ja, ich habe mir was bei Vinted gekauft oder gesehen und dachte, das sieht super aus, das muss ich mir bestellen. Vinted ist ja so eine Art ja, Secondhand, Klamotten, aber auch Taschen und so weiter. Und da gucke ich auch schon gerne mal rein und finde manchmal wirklich Schmuckstücke. Und das ist auch wieder so ein Schmuckstück, was ich gefunden habe. Und es hat noch das Preisschild dran. Das hat mal 45 Euro gekostet. Ich habe, glaube ich, 25 bezahlt oder so. Und zwar dieses Maxi-Kleid mit Mickey überall drauf. Und ich bin einfach schwer verliebt. Ich versuche euch das Try-On hier abzufilmen. Wahrscheinlich zwischen Vollchaos. Also ich werde es hier nicht mehr ordentlich hinbekommen. Aber ich möchte es auch angezogen zeigen, weil es sieht einfach so schön aus. Es hat in der Mitte so eine Raffung, hinten einen Gummizug mit Bund und es ist einfach bodenlang und ich liebe es. Und aktuell bei dem Wetter kann man es tatsächlich auch sogar anziehen, weil es nicht zu heiß ist. Ich freue mich schon, das anzuziehen. Also mega. Für so Schmuckstücke bin ich Vinted eigentlich sehr dankbar. Und ja, es ist von der Marke Mojito. Noch nie gehört oder gesehen. Keine Ahnung. Es gibt aber auch eine Internetseite, mojito.com. Schaut mal vorbei. Ich schaue auch mal, ob vielleicht finde ich das Kleid ja da. Und dann könnt ihr das vielleicht nachbestellen. Also wenn, dann findet ihr den Link unten. Ja, bin echt happy über dieses Maxi-Kleid, das da über Vinted bekommen zu haben. Und das nächste Schmuckstück, was ich mir noch gekauft habe, ja, ich habe schon lange mit sowas geliebäugelt und dachte mir, irgendwann holst du es dir. Und ja, ich habe noch keine Kinder, aber ich bin der Meinung, dass es muss nicht unbedingt nur für Kinder sein. Und als es dann jetzt als Disney 100 Edition rauskam, dachte ich, okay, jetzt ist es um dich geschehen. Ich habe mir eine Toni-Box gekauft. Eine Toni-Box zum Disney 100 Jubiläum mit der Mickey, ich zeige sie euch auch gleich, also Mickey als Box und auch der limitierten Phantasia-Toni. Seht ihr hier. Und das ist ein Hörbuch mit Musik ab 4 Jahren und Laufzeit ist 64 Minuten. Und die Toni-Box hätte eigentlich 120 Euro gekostet, aber ich habe einen Rabattcode gehabt bei Thalia, 15% Rabatt und dann hat sie, glaube ich, noch knapp über 100 gekostet. Ja, wie gesagt, ich wollte wirklich lange eine und als jetzt eine Mickey-Shape rauskam, da war es leider um mich geschehen. Ich zeige es euch jetzt auch mal, da war jetzt natürlich nicht die Toni-Box drin. So sieht sie aus. Übrigens kann man aktuell auch bei mir bei Instagram gewinnen. Also schaut gerne bei Instagram vorbei, wenn ihr mir noch nicht folgt. Könnt ihr gerade so eine Toni-Box mit Figur bei mir gewinnen. Als Dankeschön für 8000 Abonnenten hier auf YouTube und 20.000 Follower auf Instagram. Ja. Und das ist die besagte Phantasia-Mickey-Figur. Wie gesagt, die bekommt ihr nur in diesem Set. Die kann man nicht einzeln kaufen. Und da weiß ich, dass viele sich darüber schon beschwert haben bei Toni, weil sie natürlich schon Toni-Boxen haben, aber die Figur gerne hätten. Dementsprechend wird man natürlich gezwungen, so eine Toni-Box zu kaufen, wenn man unbedingt diese Figur haben möchte, die, wie gesagt, auch limitiert ist. Und ich weiß, dass sie bei eBay und so schon nur die Figur für 70 Euro oder so gehandelt wird. Also, ja, ist krass. Warum sie es nicht nur als Figur anbieten, keine Ahnung. Aber ich bin verliebt. Ich habe es gestern schon mal kurz reingehört und hier ist auch das Disney-Zeichen dran. Ja, habe mir noch eine zweite Toni gekauft und zwar die Belle-Toni. Dann werde man dann immer peu à peu ein paar andere noch dazu kaufen, weil schon beim Putzen oder einfach so morgens beim Fertigmachen kann man dann einfach mal die Toni-Box anmachen und schon mal so ein Hörbuch hören. Ich finde, das ist nicht nur was für Kinder. Aber
Das sieht natürlich jeder anders. Was sagt ihr darüber? Schreibt mir unten in die Kommentare. Also würdet ihr die Toni-Box nur für Kinder kaufen oder würdet ihr auch als Erwachsene sagen, die nehme ich? Ja, also wie gesagt, wenn ihr eine gewinnen wollt, schaut bei Instagram vorbei. Wenn ihr das Video leider später seht, dann ist das Gewinnspiel dann auch schon leider vorbei. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar zu Shop Disney. Ja, bei Shop Disney habe ich ein paar Sachen geshoppt aus dem Sale, zwei Sachen. Und dann aus der Disney 100 Kollektion, die jetzt rausgekommen ist. Fangen wir an mit dem Sale. Und zwar habe ich mir, ich weiß gar nicht, was es am Ende gekostet hat, einmal dieses T-Shirt hier gekauft. In schwarz mit I Will Be Your Mini, mit so einem Mini-Retro-Style. Und das T-Shirt ist echt schön lang, also das mag ich, ja nicht so kurze Sachen. Hab hier aber auch eine L bestellt und hier steht auch Men's drauf. Also anscheinend ist es eine L für Männer, aber egal. Ist auf jeden Fall schön lang, kann man auch gut mal was essen. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, was es jetzt im Sale gekostet hat. Müsste ich online gucken. Und das Zweite, was ich mir noch bestellt habe, ist im Sale die Oswald-Lampe für meine neue Wohnung. Habe sie aber auch schon mal ausgepackt. Für meinen Schreibtisch. Das heißt, ja, demnächst wird Oswald meinen Schreibtisch zieren. Und finde ich eigentlich ganz cool. Auch von Disney 100 Kollektion. Zeige ich euch mal die Lampe. Ist schon ein bisschen staubig. Huch, da hat sie schon den Abgang gemacht. Muss man wieder festschrauben. So. Ja, das ist die Oswald-Lampe. Glühbirne wird mitgeliefert. Kabel ist dabei, nur der Stecker fehlt leider. Und es ist ein USB-C-Stecker. Das heißt, ja, man braucht halt einen Stecker für die Steckdose oder eine Powerbank, wie man das möchte. Geht natürlich beides und deswegen, ich könnte es euch mit einer Powerbank demonstrieren, habe es aber gerade nicht griffbereit. Und was die beiden Sachen jetzt im Sale gekostet haben, muss ich jetzt mal gucken. Und die Oswald-Lampe gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, also für die neue Wohnung für meinen Schreibtisch. Und ich gucke mal, was ich dafür bezahlt habe. So, ich habe es gefunden. Also für das T-Shirt habe ich noch 12 Euro bezahlt. Und für die Oswald-Lampe 35,90 Euro. Wie gesagt, war beides im Sale. Und die zwei letzten Sachen, die ich mir aus der Disney 100 Kollektion gekauft habe, oder also es sind nicht die zwei letzten, aber ich habe noch, es kommen noch welche oder zeige ich euch dann im August-Haul. Aber zwei Sachen aus der Disney 100 Kollektion, die ich schon in Amerika gesehen habe und dachte, bitte, sie muss hierher kommen, sie weiß nicht, so schön, ist diese, wie heißt sie? 100 Years Music and Wonder, so heißt die Kollektion. Und ich finde, die hat sehr Ähnlichkeit so ein bisschen zu der Ink and Paint Kollektion, auch von den bunten Farben her und Mickey hier vorne als Dirigent. Also ich finde es so schön und die Ohren sind leider schon ausverkauft online. Es gibt sie noch im Park zu kaufen. Was steht hier? Ultraviolett Ink. Was heißt das? Da steht irgendwie Ultraviolett Ink. Können die irgendwas? Weiß man das? Weiß man nicht. Auf jeden Fall, so sehen sie hinten aus. Im Park gibt es sie noch, online leider schon ausverkauft. Ja, ich finde auch immer die dicken Schleifen so schön und ich liebe sie. Und sie haben 35 Euro online gekostet. Im Park, glaube ich, kosten sie auch so viel. Und dann dazu habe ich mir das T-Shirt bestellt. Das war, glaube ich, auch 35 Euro. Ich habe mir jetzt eine M bestellt, fällt relativ groß aus, also ist auch unisex. Hat so einen Beige-Ton und in der Mitte auch dieses wunderschöne Bild. Wir haben hier Ariel, wir haben Peter Pan, wir haben das Nilpferd, wir haben aber auch Soul hier drauf, also Pixar-Elemente sind auch drauf. Coco, wir haben Red von dem Film Rapunzel. Also auch alte und neue Charaktere vereint auf einem Bild. Ich finde es einfach mega schön, dieses ganze Thema. Und es gibt jetzt auch ein Spirit Jersey, den ich mir natürlich auch bestellt habe. den seht ihr aber dann im August-Haul. Und bei der Bestellung, weil Nemo hatte Geburtstag, hat Geburtstag gefeiert an dem Tag, gab es noch den Findet Nemo-Schlüssel. Gratis. Dazu. Ja, das war's. Das war mein Juli-Haul. Wie gesagt, jetzt nicht allzu viel. Im Disneyland Paris habe ich mich zum Glück zurückhalten können. Aber ich glaube, beim nächsten Mal hoffe ich, dass auch mal die Pixar
bald auf Pixars Merchandise rauskommt. Vor allem auch der Spirit Jersey, den möchte ich mir auch gerne kaufen. Mal sehen, vielleicht haben wir ja Glück. Ansonsten, ja, ein neuer Charm, ein neuer Pandora-Charm von der Disney 100 Range. Also es ist beim Disney 100, ich dachte schon so nach Mickeys 90. Geburtstag, das war ja auch so ein Jahr für mich, wo ich kurz vor der Insolvenz stand, dachte ich, okay, nee, Mickys Geburtstag ist jetzt vorbei, 90. und dann haben wir erstmal Ruhe, aber irgendwie kommt immer wieder was Neues. Jetzt Disney 100, was kommt als nächstes? Disney Mickys 95. Geburtstag wahrscheinlich, man weiß es nicht. Ja, irgendwie lässt sich Disney immer was Neues einfallen, um das Merch an die Leute zu bringen. Und es gibt ja genug Leute wie mich, die es dann noch kaufen. Aber wie gesagt, ich finde es diesen Monat ganz in Ordnung. Ja, was ist geplant? Nächstes Wochenende bin ich ja im Freizeitland Geiselwind mit meiner Freundin Maria, ihren Kindern und Mann. Die haben wir lang nicht, oder die habe ich lang nicht mehr gesehen. Und ja, letztes Wochenende im August sind wir mit Brina, also Brina und ich sind dann im Disneyland zum Abschluss der Princess Celebration. Dann gucke ich auch endlich mal die neue Pixar-Show. Ja, vorher habe ich es leider jetzt nicht geschafft. Denn wie ihr wisst, der Umzug steht auch bevor im September. Da gibt es noch viel zu organisieren. Urlaub steht ja im September auch noch an, vor dem Umzug. Ja, es wird auf jeden Fall genug noch passieren in den nächsten Wochen. Ja, ich hoffe, dieser Haul hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.